Guten Morgen, ich grüße euch. Wir haben früh am Morgen, 7 Uhr irgendwas, genau 7 Uhr. Etti, komm. Muss ich dich hier den Vorspüler machen, Kasperle. Ich habe einen Shake gemacht, nochmal ein Frühstück gemacht für unterwegs. Wir fahren nämlich heute nach Slowenien. Wir mussten nämlich feststellen, die Tage, dass wir kaum noch Kaffee haben. Also nochmal duscht, Wasser aus. So, eigentlich wollten wir morgen einkaufen fahren, aber was zu erledigen hatten, das hat sich aber erübrigt und deswegen fahren wir jetzt einfach heute schon einkaufen nach Slowenien. Das sind knapp 1,5 Stunden Fahrt. Wir wollen ja eh jetzt ein bisschen Ausflüge haben und am neuen Ochsenfrosch. Nein, Ochsenfrosch ist der Etti, da war halt ein Wort dran. Und Murphy, hör auf. Livia, bitte. Hört auf, euch gegenseitig zu mobben. Livia, bitte hör auf. Und ja, so machen wir heute einen Ausflug, starten in den Tag und Abend wollte ich dann weiter senden, wenn das nicht so heiß ist. Es hat gerade draußen ein bisschen geregnet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Komm mal raus, Etti, ab. Ab. Na, so nass ist zu sensen. Die können echt öfter mal senden oder Rasen mähen. Die wissen, dass das Gras nass ist. Das ist ein bisschen doof. Und als ich so hoch hinten, dann mache ich das heute Abend, sondern wieder knapp 35 Grad heute werden. Das habe ich schon wieder Wasser angemacht. Und ja. Shake habe ich gemacht. Immer mal, wie gesagt, das Frühstück gemacht ein bisschen. Ich fülle mal eben um für die Fahrt, für die Mutti. Und ja, unsere Kühltruhe nehmen wir auch wieder mit. Wollte gleich mal eine Dashcam installieren. Im Auto. Mal gucken. Drin lassen oder nicht. Aber oh, so dunkel. Ist ja schon helle hier. Dann besser. Ja, müssen wir mal gucken. Alles ganz entspannt. Genau. Dann gibt es heute Reste zu essen. Nochmal, wenn man so viel Reis über. Ich habe ja die Tage so eine türkische Kartoffelsuppe gemacht. Die habe ich jetzt gerade. Bin ich im Auftauen. Und ja, Ananas. Mal gucken, dass wir das kriegen in Slowenien. Gefroren ist. Ach, hier ist unser Deckelfächtchen. Passt. Das können wir mal mitnehmen, den Feld unterwegs. Wieder zurück. Ja. So starten wir ins Wochenende quasi. Freitag haben wir heute. Hoch die Hände. Jetzt ist Wochenende. Igen. Ach ja, so sieht's aus. Palim, Palim, ich nehme euch mit, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute ein weiterer Tag mit unserer Knutschkugel. Wir sind angekommen in Slowenien. Ja, ab in Lidl, waren wir schon im Spar. Ha? Ja, und Gang ist drin. Und ja, wir haben Probleme mit Parkplätzen. Also, und es hat jetzt einen Meter länger. Wir nehmen jetzt mal zwei ein. Aber mein Gott, ist eh nicht viel los. Und ne, hat in der Regel bisher jetzt, wo wir hingefahren sind, immer super geklappt. Ja, haben jetzt schon Kaffee gekauft im Interspar. 5 Euro fürs Kilo. Von der Hausmarke Kaffee Crema, die wir so gerne trinken. Und ja, gleich noch tanken. Jetzt im Lidl. Nochmal die Liste geschrieben. Ich nehme mal die Liste auch mit, ne? Dann stehen wir da wieder und klatschen in die Hände vor Begeisterung. Genau. Auf geht's. Wir sind wieder mal eskaliert. Haben bestimmt 400 Euro ausgegeben, ne? Stimmt. Aber in Ungarn hätten wir. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben ja, Quatsch, das war ja gar nicht das. Wir haben knapp 200 Euro ausgegeben. In Ungarn hätten wir 400 ausgegeben. Wir haben jetzt bestimmt 15 Kilo Kaffeeboden. Nur noch so haben wir so viel, weil es so viel günstiger war. So extrem viel günstiger war, als jetzt zum Beispiel in anderen Ländern. In Österreich, Ungarn, Deutschland. Das war unglaublich. Das, hier Kidneyboden, 39 Cent war das jetzt im Eurospin, die Dose. 39 Cent ein Kilo. Nudeln war dafür 89 Cent oder 99 Cent. Kilo Nudeln, nicht 100 Gramm,
500 Gramm. Unglaublich. Ich bin wirklich, wir fahren jetzt alle zwei Wochen hier noch hin, machen einen Großeinkauf. Mineralwasser, halbe Liter Flaschen, PET, ohne Pfand, 11 Cent, 12 Cent die Flasche. Wenn Kalle mal zum Fußball geht oder auch so mal zwischendurch, wenn man unterwegs ist, eine kleine Flasche. Unglaublich. 1,5 Liter Flaschen für 39 Cent. 29 Cent. Ja. Heftig, lohnt sich halt echt, wenn man alle zwei Wochen dann hier hinfährt. Dann müssen halt nur Tiefkühlfrüchte kriegen wir hier auch im Lidl. Ja. Unglaublich. Ja, ich bin wirklich begeistert. Kaffee haben wir bezahlt. Für ein Kilo war 5,39 €. Für ein Kilo Bohnen. Der gemahlene Kaffee ist auch teurer geworden. Da wo wir früher 1,49 € bezahlt haben, zahlt sie jetzt auch 3 €. Aber mit Mama gesprochen, die hat ja gesagt, das Pfund zahlt sie in Deutschland 7-8 €. Ja, also überall teurer. Im Angebot. Ja, aber gemahlenen Kaffee hatten wir noch und im Wintercamp nehmen wir eben mit. Aber ich denke mal, wir werden jetzt regelmäßig, wir werden noch einmal jetzt vor der nächsten Reise auf jeden Fall hier hinfahren. Ja. Auch Obst und Gemüse war viel teurer. Auch veganes Eis, was ich jetzt geholt habe, da jetzt noch im Eurospin, hast du gesehen. Ja. War jetzt 1,29 € für 4 so Cornetto vegane. Ja. Hundefutter, 49 Cent für eine Dose, für ein Ettigong. Schnallst da wieder mit der Zunge, wir haben mal was anderes wieder. Ja. In Ungarn haben wir 89 Cent bezahlt oder 85 Cent und dachten schon, das wäre günstig. Das war sogar so eine gute, renommierte Marke. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die heißt. Ich hau das einfach und setze euch das die Tage mal rein. Dann könnt ihr da alle mal gucken. Habt ihr was zu schauen, genau. So machen wir das. Wir sind wieder zurück. Zum Glück. Ich habe jetzt alles gehaut, wir haben über 340 Euro ausgegeben, 342 irgendwas, aber wir haben jede Menge geilen Scheiß bekommen. Jetzt habe ich gerade die Paprika nebenbei reingeschmissen, die Tomaten und die Gurken, habe alles gewaschen. Und jetzt geht es gleich, wo ich die Kartons hingetan habe. Und den Tomakis, kommen jetzt hier wieder rein. Genau. Und ja, jetzt verräume ich alles, dann wird gleich eine Kleinigkeit geschmaust und dann fahre ich mit den Kindern nochmal. Einen kleinen Ausflug, da lasse ich euch aber hier. Das machen wir gleich schön. Nur die Mäuse und ich. Genau. So. Gehen wir mal davon die Küche aufräumen. Ja. Aber ich glaube, die Mutti ist dann auch ganz froh, wenn sie ein bisschen rödeln kann und machen kann, oder Mama? Michaela? Magst du einmal kommen, mein geliebtes Eheweib? Ja, ich hab die Hallo, meine süße Maus, wie geht es dir? Oh, du bist ja nur Mummelmauskäfer. Guck mal, was wir haben. Ein Nektarinchen. Eine Aprikose. Meine ich ja Nektarinen jetzt hier. Ich erzähle euch Quatsch mit Soße. Alles schon gewaschen? Da sind deine Leute. Da oben sind sie, da können die mir am besten zugucken. Ich wollte gerade schreien mit dem Papa. Warum? Nein, nur Spaß. Nur Spaß. Nein, ich habe erzählt, ich mache einen Ausflug mit den Kindern. Ja, und du kannst dann hier ein bisschen rödeln. Da bist du auch froh, oder? Kannst du mitkommen, wenn du willst. Ja, mal. Kannst du auch machen, ist mir egal. Mal eine kurze Nacht. Ja. Das stimmt. Das riecht gut. Hast du mal gerochen? So, Feierabend bei uns so langsam. Haben jetzt alles geräumt soweit. Ich habe mit den Kindern noch einen Ausflug gemacht. Die Mama hat den Rest hier aufgeräumt und jetzt trinken wir eine gute Freeway Sprite mit dem leckeren Bier. Und ich zeige es euch sofort. Das sah so schön aus, da hat die Mutti gesagt, komm, das nehmen wir mit. Das ist echt schön. Blonde. Ja. Wie eine Sektpulle geöffnet. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich habe mal Respekt auch früher schon vor diesen ganzen Sektdingern gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass die einfach losploppen. Mir ins Auge oder so. Riecht wie Bier. Was hat unser Router gekostet? Weißt du das noch? Mm-mm. Das riecht sehr gut, Mama. Das Bier. Das
So, schöne Gläser, ne? Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann ist Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ihr Lieben, bis morgen mal. Tschüss.